Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bioshock. Wir haben ja das letzte Mal aufgehört und ich glaube, wir waren bei diesem coolen Aussichtspunkt, oder? Hier unten müsste das sein. Hier unten sollte ein cooles Fenster sein. Ja, schaue ich das an. Das sieht so cool aus. Genau, was wollten wir jetzt tun eigentlich? Ich denke einfach weitergehen, schätze ich mal. Haben auf jeden Fall ein bisschen Healing-Probleme oder generell ein bisschen Geld-Probleme, weil 21 Dollar ist nicht so viel. Aber hey. Okay, jetzt können wir hier einen Code eingeben oder das Teil hacken. Die Sache ist, ich kann mir schon vorstellen, kurz Alec, dass Hacken ein bisschen aufwendig sein wird bei dem Teil. Ich habe aber, glaube ich, auch noch einen Auto-Hacker. Also, maybe. Warum laggt es? Was soll der Müll, hä? Ich meine, das muss, glaube ich, immer geladen werden. Ja, das meinte ich damit, genau. Weil das Spiel ja schon ein bisschen älter ist, ist es irgendwie darauf programmiert, erst zu laden, wenn man auch reingeht. Und das funktioniert nicht immer unbedingt so gut, wie man halt sieht, ne? Also, die Texturen sehen gerade auch aus, ein bisschen aus wie Scheiße. Aber hey, okay. Haben wir denn noch einen Auto-Hacker? Hallo? Spiel? Magst du laden? Spiel? Hallo? Spiel? Oh Mann. Das ist ja vielleicht null. Irgendwie heute auch schon. Ja, ich kann auch nichts dafür, wenn das Spiel nicht lädt. Okay. Das ist... Okay. Ist aber nur slow. Das dürfen wir schaffen. Okay, let's go. Am besten direkt so. Dann, hier unten müssen wir lang, ne? Oh, was für slow! Was für slow! Was meint die denn mit slow, bitteschön? Okay, es geht aber. Doch, es geht. Okay. Okay, es ging. Es sah schwieriger aus, als man denkt. Okay, also das ging dann ja doch noch. Jetzt werde ich die Scheibe einschlagen. Und Patrick Star da oben auch. Es wäre cool, hätten die so ein Secret eingebaut, dass man irgendwie an einer Stelle das Glas einschlagen kann und dann flutet dieses ganze Teil und dann ist das Spiel einfach vorbei. Wenn man oh no, nicht der Wichser. Ja, yeah, ich habe ein cooles Foto gemacht, denke ich mal. Neue Forschungslevel erreicht. Forschung für Spider-Splicer. Spider-Splicer-Organe können wie Verbandskästen verwendet werden. Was, for real? Dann muss ich ihn töten. Oh Gott, er macht gut Schaden. Ja, ich mach's gleich. Erstmal lass mich den erledigen. Oh Gott, dann kommt so ein Teil auch noch dazu. Bitte dich. Meine Fresse. Oh, das Teil funktioniert noch, das brennt doch komplett. So, dankeschön. Die Musik ist gut. Wir benutzen hier unsere Tommy Gun, kann das sein? So, ich versuche aber hier mich noch rein zu hacken. Sache ist, machen wir das mit einem Auto-Hacker oder mache ich das so? Ich mache das so, komm mal. Wird ja wohl nicht so schwer sein. Hier hoch, genau. Oh, das ist schon mal sehr gut. Oh, damn. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Nevermind. Alles gut soweit. Oh, shit. Oh, Gott sei Dank war da noch eine Röhre, ne? Sonst hätte das wirklich nicht, hätte das nicht geklappt. Es war 5555. Wollt ihr mich verarschen? Also, ich bin enttäuscht. Tja. Hier hat wohl noch jemand gekuschelt. Das sind Blausäurekapseln, oder? Ich schätze mal. Unsere Mascha. Hacken ist inzwischen echt leichter geworden, muss ich sagen. Ist echt angenehm. Warte mal, war das Einzige, was hier drin war? Ja, aber das war es jetzt doch nicht hier, oder was? War ich scheiße ernst? Das ist ja traurig. Na gut, dann. Die Türsteuerung? Nein, das war nicht eure Mascha. Oh. Hier hatte jemand einen Fetisch. Den habe ich erwischt gerade. Die haben sich direkt ans Bett gefesselt. Ey! Ja, man merkt, dass du einsam bist. Warum kommen die jetzt auf einmal alle? Nur weil ich hier den Fetisch herausgefunden habe, den heimlichen?
Tja, den hat es nicht so gut getroffen anscheinend. Aber hey, vielleicht war es ja auch sein Fetisch? Dann hat es ihn gut getroffen. Na, hier kommt doch direkt jemand. Ja, mit seinen Rauchgranaten. So, was sollten wir jetzt machen? Wir sollten wieder zurückgehen komplett, ne? Könnte ein schwerer Weg werden, obwohl wir können, glaube ich, einfach hier, ne? Oh, wait, das ist wirklich hier. Ja, sick. Haben wir ein bisschen Geld? 69, let's go! Splittergranaten brauchen wir nicht. Eve haben wir noch genug, tatsächlich. Verbandskästen wären aber schon ein bisschen notwendig. Also holen wir uns einfach die. Heruna! Oh Gott, ich gehe einfach weiter. Ich gehe einfach weiter. Ignoriere das, ignoriere das. Geht die Tür auch bitte zu? Nein? Okay. Ersäufen. Die Methode habe ich auch noch nicht gehört von euch. Oh, warte, meine Munition ist leer. Scheiße. Oh, scheiße, da kommt der Big Daddy. Nee, das möchte ich nicht riskieren. Lasst mich durch, bitte, Rimpfer. Wait, müssen wir da lang? Wir müssen da lang, oder? Also, ich werde nichts sagen, aber... möglicherweise... Aua! Aua, aua, aua! Der kommt hier durch, der kommt hier durch. Kriegen wir den so down? Nee. Was? Oh mein Gott. Wie hätte ich den denn jetzt umbringen sollen? Okay, das war absolute Munitionsverschwendung, die wir an der Stelle hatten jetzt. Ich glaube, wir sollten hier runter, oder? Wunni, wir müssen zurück, richtig. Jetzt kill ich den aber. Jetzt kill ich den. Ich möchte es jetzt. Okay, er ist tot. Ich hab's tatsächlich doch geschafft. Damn. Der hat nicht mal viel gebracht, kann das sein? Das ist sad. Das ist sad. Das ist ein Geschütz. Ich sag auch noch, ja, das ist ein Geschütz. Ich sollte mal nachdenken, okay? Ich hab das Teil jetzt einfach. So, komm. Her hier. Aua. Schlimm. Ja, das war nicht so. Das war nicht erfolgreich. Hätte besser laufen können, so gesehen. Wollte gerade sagen, es ist also, du willst sie doch wieder haben. Ach, nö. Du Atlas, ich habe hier gerade andere Probleme. Du kannst jetzt nicht mit deinem Beziehungsproblem bei mir ankommen. Das können wir auch ein andermal regeln. Ich bin momentan nicht der richtige Ansprechpartner für sowas. Ja, ich bring mal kurz auf, dass ich mich mit meiner Frau gestritten habe vor 50 Jahren und währenddessen der Typ da gerade um sein Leben kämpft. Das ist schon okay. Müssen wir hier lang? Ja, müssen wir. Ich hoffe, es kommen nicht zu viele Gegner. Aber dürfte hier unten leicht sein, ne? Okay, nice. Und hopp. Und hier müsste es sein. Du hast in diesem Abschnitt keine Little Sisters gerettet oder ausgebeutet. Du brauchst ihr Adam, um mächtiger zu werden. Du solltest auf keinen Fall weitergehen, ohne mehr Adam zu verschaffen. Okay, ich versuche eine zu machen. Ich versuche es ja. Hier müsste irgendwo einer sein, oder? Ich glaube, hier über uns war ein Big Daddy. Macht er hier nicht die Geräusche? Hier kommt gerade einer raus, oder nicht? Ich sag jetzt aber schon mal, den kann ich nicht umbringen. Ja, da ist sie auf jeden Fall schon mal. Ja, warum nicht? Hast ja nicht mal einen Grund. Aber okay, er greift mich nicht einfach so an. Komm her. Komm her, ich will dir doch nur helfen.
Ich werde dir doch nur helfen. Muss ich dafür echt deinen Big Daddy umbringen? Junge Dame. Junge Dame. Junge Dame, komm zu mir. In meine Hände. Ich glaube, der verliert langsam seine Geduld. Du gehst mir nicht davon. Du wirst jetzt... Also... Muss ich den jetzt echt umbringen? Muss ich den jetzt echt umbringen? Oh, hier ist noch eine. Was? Jetzt sind hier sogar schon zwei. Wie soll ich denn das machen? Und die sprechen hier von, ey, du könntest ja vielleicht noch eine Little Sister holen. Und da kommen auf einmal zwei Big Daddies mir entgegen, wo ich nicht eine Mini-Chance dagegen hätte, weißt du? Okay, haben wir irgendwelche Fähigkeiten, die wir dafür gebrauchen könnten? Ich glaube nicht, oder? Was ist hier noch? Hier ist nicht viel. Ja, ich bräuchte eigentlich sowas wie einen Shop. Für Granaten oder so. Ohne Granaten wird das nichts. Was ist denn hier? Wer regt sich hier die ganze Zeit auf? Aber ich finde das schon mal schön, dass die Big Daddies so an sich nichts tun. Ach, Bruder. Ich will sie doch nur befreien. Lass mich dich doch... Hä? Okay, ich muss ihn umbringen. Erstmal will ich aber ein Foto machen. Pose macht für mich ordentlich. Das ist eine schöne Pose. 1A. Finde ich gut. Noch eine bitte. Noch eine. Komm her, komm her. Schön beide zusammen. Tochter und... Ne, jetzt habe ich den Little Sister aus Versehen fotografiert. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte ihn fotografieren. Das ist ein schönes Foto geworden. Das nenne ich mal eine tolle Sache. Okay. Ne, okay. Ich will dich... Ach du Scheiße. Ich habe hier doch gar nichts getan. Jetzt sind die beide aggro. Ich glaub's ja nicht. Das wird ja wohl ein richtig... Es wird jetzt richtig toll. Kommen die durch? Oder bekämpfen die sich jetzt gegenseitig? Hört sich so an, oder? Wir warten kurz ab. Wir warten kurz ab. Ich habe das Gefühl, dass sie sich gerade gegenseitig umbringen. Oder? Tatsächlich! Schaut euch das an! Okay, das ist super. Das gefällt mir. Dann können wir nämlich... Der überlebt, der kann davon kommen. Ist mir egal. Aber dann haben wir wenigstens eine Little Sister. Das ist insane. Das sieht so cool aus. Können wir da bitte ein Foto von machen? Die halten nicht mehr viel aus, die rauchen schon. Das ist so insane. Achso, die ist ja sogar die Leiste da rum, oder? Das ist krass. Und ich bin so frech und nehme mir nur mein Fotoapparat raus. Ich klinge auch wie ein Rentner, aber trotzdem. Gleich ist der eine tot. Wer stirbt zuerst? Tatsächlich der. Oh! Aber den kriegen wir jetzt easy bekommen. Wir haben beide! Wir retten sie. Ich hab diese Folge 3 Big Daddies sozusagen umgebracht. Yo! Ey, einfach Monster-Taktik. Das ist so insane. Let's go. Alter, das nenne ich mal eine erfolgreiche Folge, sofern. Und wir haben gut Kohle bekommen dadurch. Kein Problem, ich habe euch gern gerettet. Ich habe ja gesagt, ich möchte den Weg eingehen, also mache ich das jetzt auch. Warum höre ich schon wieder ein? Das ist aber krass. 3 Big Daddies in einer Folge. What the hell? Okay, hier gibt es nichts mehr. Also das.
Das ist ja nicht ein Erfolg. Ah, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben an der Stelle. Der hat nicht mal eine Little Sister, was will der? Doch, der hat eine Little Sister. Ich hole mir nur ein kurzes Eve. Nee, hat er nicht. Eve Love. Der hat nicht mal eine Little Sister, lohnt sich gar nicht. Aber hey, wir gegenüber haben jetzt zwei gerettet und wir sollten weiter können, denke ich zumindest. Ich hoffe nicht, dass da ein Bossfight kommt. Hey Mary, warum hast du so ein trauriges Gesicht? Oh. Oh, das ist süß. Sie haben mir ein Geschenk gemacht und mein Spiel. Neues Plasmidit. Hypnotize Big Daddy. Brauchen Sie einen Bodyguard für alle Notfälle? Unser neuestes Hypnotize Plasmid wird einen Big Daddy enttäuschen, sodass sie schützt und werden sie ein Little Sister. Yo, das ist insane. Das nehmen wir mit. Du kannst dir nicht vorstellen, wie nützlich das ist. Rufen Sie Big Daddy zu Hilfe. Er muss sie nur für eine Little Sister halten. Dann kämpft er, um sie zu schützen. Das ist cool. Das ist extrem nützlich. Das wird mir noch richtig helfen, glaube ich, in der Zukunft. 360 Geld bekommen dafür. Ey, das lohnt sich ja so krass. Du musst jetzt in die Haie, ja. Können wir uns hier noch was holen? Sieht irgendwas Cooles für uns? Ich würde sagen, wir behalten das Geld erstmal. Obwohl, wir könnten uns auf jeden Fall noch ein bisschen Heilung kaufen. Das wäre nützlich. Nicht euer Scheiß ernst, mein Geld ist schon wieder leer. Ich sollte langsam lernen, wie man mit Geld umgeht. Warum sind Verbandskästen auch so teuer? Unmöglich ist das. So. Dann, junger Mann, ich habe die Fotos für dich. Und die liegt noch aus Schrott. Komm mal her, ich hab die Fotos. Ich hab schon lange nichts mehr zwischen die Zähne bekommen. Hast du was für mich und meine Mannschaft oder suchst du nur Ärger? Ich hab die besten Bilder in der ganzen Stadt. Ich muss Kaffee aufsetzen. Vielleicht decke ich sogar den Tisch mit dem feinen Tafelsilber. Okay, und jetzt? Was heißt das für mich? Bevor du in die Fischfabrik gehst, gebe ich dir noch einen Rat. Der alte Peach führt mit Sicherheit irgendwas im Schilde. Halt bloß die Augen offen. Ah, okay. Okay, jetzt sind wir dran. Mit einer Waffe kommt niemand in meine Bude rein. Leg deine Knarren in die Rohrpost, dann lass ich dich rein. Oh, dein scheiß Ernst. Das geht doch schief. Tja. Wenn das der Preis dafür ist, musst du ihn wohl bezahlen. Dafür kann er dir wenigstens deine Plastide nicht wegnehmen. Na, ist ja schön. Heißt für mich jetzt wiederum im Endkehrschluss, der wird mich jetzt direkt umbringen. Hackerfokus, warum können wir den mitnehmen? Oh, ist, ja, weil dafür bräuchten wir Feuer. Können wir den nicht zerschlagen? Ich würde den nämlich gerne mitnehmen. Oder sitzen wir jetzt hier ewig? Okay. Ich geb's ja auf. Das hört sich für mich an nach irgendeinem Boss. Das wird ein Boss. Ist ja angenehm, ey. Ich wette, als dein Boss aus der Hölle abgehauen ist, hat er zum Teufel gesagt, dass er gleich wiederkommt. Und der Teufel hat gesagt, sehr wohl, Mr. Fontaine, ich halte Ihnen Platz frei. Ryan hat versprochen, dass Fontaine ins Gras gebissen hat. Und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Ryan ist ein Penner und du... Okay. Was passiert jetzt? Hell no. Ich glaube, wir sollten andere Fähigkeiten ins Inventar nehmen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, das ist ja sogar der Typ. Er macht irgendwie nicht viel Damage. Also doch, er macht schon Damage, aber... Oh Gott, das sind ja ein paar mehr.
Lass mich kurz was anderes mit dem Scheiß. Hier ist gar nicht so ein Automat. Oh Gott, nein! Also, ich habe ja gesagt, es ist eine Falle. Kann ich jetzt eigentlich einfach die Waffen wieder rausholen hier? I mean, in dem Teil sollte es auch keinen mehr jucken, ne? Ne, ich kann hier wirklich nichts rausholen mehr. Und ich glaube, Elektrizität ist nicht das Beste, was wir hätten nehmen können hier. Mein Erstgeborenes, das ist sehr spezifisch. Was soll ich machen? Ich habe keine anderen coolen Fähigkeiten mit der... Ich hab nur Strom. Was soll ich denn tun? Ich versuche es mit Strom. Dann muss ich das versuchen. Da sind überall Autohacker. Ich bin von Leibisch. Oh, das ist nur ein normaler Gegner, ne? Shit. Ich hätte nicht noch... Ne, wait, die machen trotzdem... Die hätten trotzdem voll viel aus. Vielleicht für den Arsch, ey. Gottes Willen. Haltet doch mal still. Gut, einer mit. Ist ja nicht sehr viel. Wir haben fast gar keinen. Obwohl, wir haben noch okay. Na komm. Wir müssen auf jeden Fall das Geschütz bekommen. Bisschen Schaden genommen daran, aber ist nicht schlimm. Na komm. Wir hätten echt was Cooleres mitnehmen können, so, aber tja. Kann ich auch nichts mehr für jetzt. Feuer wäre so nützlich gewesen, glaube ich, auch gegenüber ihm. Der nimmt nämlich fast gar keinen Schaden daran. Und der hat noch voll viel Leben. Ah ne, warte, es geht. Er kriegt ziemlich gut Schaden, wenn man ihn einfach nur schlägt. Na komm mal her. Nimm den Schlag und den. Das waren seine letzten Worte. Das U-Boot-Dock wurde nur von Schmugglern und Dieben benutzt. Der Eingang ist bestimmt gut versteckt, um die Schnüffler nicht mit der Nase drauf zu stoßen. Hier haben wir meine Waffen wieder. Schön. Ja, also das war doch mal ein Fight. Und ich habe gesagt, es ist eine Falle. So, also... Ich meine, offensichtlicher geht's halt auch eigentlich nicht, ne? Aber soll's. Ups. Können uns hier dran eigentlich mal heilen, oder? Wir haben sogar noch okay Med. Warte, haben wir so viele Medkits bekommen? Machen wir einmal so und dann haben wir noch ein paar. Hier liegt da noch Eve. Hier liegt noch ein Verbandskasten. Sehr schön. Also lootmäßig hat sich das doch ziemlich gelohnt. Esse ich gerade Kartoffelchips? War das der Sound von Kartoffelchips, der mir da gerade entgegengepriesen kam? Ich denke schon. So, weiter geht's. Bisschen Loch. Da hat irgendwer was versucht. Ja, das ist doch mal ein epischer Kampf gewesen, nicht wahr? Was zum? Ich hab ganz was anderes verstanden ohne den Kontext. Okay, pass auf, wir können jetzt hier eine Verbesserung der Waffen machen. Und das ist ziemlich gut. Pistolenschadenssteigerung oder... Ach, das ist alles nice, ne? Ich muss sagen, Magazingröße weiß ich nicht, ob das was bringen würde hier. Ich würde tatsächlich auf Schaden gehen. Und zwar mit der Tommy Gun wahrscheinlich. Machen wir das. Das dürfte funktionieren. Oh, das sieht cool aus. Ja, wir haben es jetzt langsam verstanden. Okay, gibt's nichts. Noch was drin? Noch ein Pep-Riegel. Geht's denn weiter? Ah, hier. Wait, ging's denn hier? Ach, das ist gefroren. Ja, siehst du, da bräuchte man dann auch wieder Feuer. Na gut. Hier komme ich gar nicht rum, oder? Oder doch?
Vielleicht hier hinten? Hier ist auch gesperrt. Hier auch. Ja, so ein Mist aber auch. Hm, hier kann man aber auch nicht wechseln, ne? Doch hier. Oder nicht? Doch, tatsächlich. Abfackeln. Ja, geht doch. Holen wir uns aber auf jeden Fall noch die Hacker dann, die Hackteile. Weil die sind nötig. Brauche ich. Die sind cool. Hackerfokus. Oh, neues Tonikum. Hackerfokus. Hackerfokus ist ein weiteres beliebtes Gen-Tonikum der HackSmart Produktpalette. Entschärft Fallen in Sicherheitssystem. Wir garantieren weniger durchgeschmorte Schaltkreise oder Geld zurück. Ja, brauche ich ja nichts vor. Brauche ich nicht mitnehmen. Habe ich zurzeit noch nicht unbedingt nötig, habe ich das Gefühl. So, machen wir das hier weg. Das hier weg. Machen wir das hier weg. Hör auf Kopf. Nehmen wir schön den Nahkampf rein. So. Okay, hier ist dann jeweils Loot drin in den verschiedenen. Oh nö. Komm jetzt deswegen raus. Okay. Ich würde aber auch sagen, das war's dann erstmal mit der Folge. Um zu sehen, wie es weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Und oder schaltet dann nächste Folge wieder rein. Ich würde sagen, das war eine ziemlich erfolgreiche Folge. Ich meine, wir haben 3 Big Daddies getötet. So. What the hell? Und den Boss auch noch getötet. Also ja, lasst ein Like da, habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.